Rege TV fährt Fahrrad wird Ihnen präsentiert von 1817 Düngerbikes. Ja, heute machen wir uns auf den Weg zum Dünger. Über Kroge, Steinfeld, Osterfeine und dann kommen wir irgendwann am Dünger an. Ja, diese Idee hatten wohl viele. Heute eine schöne Fahrradtour zu machen. Bei knapp 20, 25 Grad, leicht schattig. Na, dann lässt sich gut radeln. Ja, jetzt sind wir Kroge durch und fahren jetzt einen schönen Waldweg. Das ist hier der sogenannte Liederweg. Moin Moin. Ja, und ihr enteilt mir so langsam, weil ich für euch natürlich ein paar Bilder mache. Ja, hier sind wir am Knotenpunkt Nummer 9. Hier geht es einmal nach Damme oder zum Dümmer See über Bimmelhausen und Diepholz oder nach Holdorf, Mühlen, Steinfeld und auf der anderen Seite Lohne bzw. Fechter. So, jetzt überhole ich dich mal. Das Haus sieht aus. Ja, ein schönes Haus. Ja, und wieder überholt Irene mich, weil die ist mal wieder schneller unterwegs als ich. Ja, viele Menschen sind heute unterwegs. Moin Moin. Moin Moin. Ja, zu Corona-Zeiten wollen alle aufs Fahrrad. Nun Punkt. Haben wir wieder einen neuen Knotenpunkt gefunden, und zwar Knotenpunkt 36, der ist zwischen Kroge Ehrendorf und Osterfeinde. Und jetzt geht unser Weg weiter Richtung Dümmer. Hier sind Fahrräder heute unterwegs, immer muss man ausweichen. Nicht nur Fahrräder, sondern auch Inliner sind viel unterwegs. Ja, schön synchrone Schwingen hier. So, jetzt sind wir kurz vorm Dümmer See, Höhe Osterfeine. So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Das ist die Zufahrt zum Dümmer See. So, angekommen, hier ist richtig was los. Und wir fahren jetzt seitlich ein bisschen rum. Aber was witzig ist, genau hier habe ich jetzt 2000 Kilometer mit diesem Fahrrad gefahren. Ja, hier ist eine Menge los am Dümmer. Alles Kurzurlauber oder vielleicht auch Langurlauber. Alle wollen so an die See. So, das ist hier der Dümmer See. Wir haben es geschafft. Ja, an solch einem schönen Sonntag wollen die Leute einfach nur nach draußen. So, jetzt fahren wir rund um den Dümmer.
von Dümmerlohausen über Hüde, Lembruch. Ja, und dann schauen wir mal, wo wir dann hinfahren. Der Anfang ist es natürlich ein bisschen voller, auch mit Fußgängern, aber das wird dann weniger. Jetzt kommt auch die Runde. Na, alles wird gut. Ja, ihr erinnert an Regenjacke mit, ich nicht. Ich trotze dem Wetter, mal gucken, ob wir trocken bleiben. So, jetzt kommen wir über die Brücke, ja. Moin. Moin, moin. Moin. So, hier müssen wir rüber. Pollenflug. So, jetzt sind wir auf dem Weg von Hüde nach Lembruch. Und hier wird es ein bisschen enger. Und es gibt natürlich wieder mehr Fußgänger. Ja, die ersten zwei Wolken kommen und alles flüchtet. Eine Menge los heute. Bei dem Wind macht Surfen natürlich wieder richtig Spaß. Ja, hier kann man normalerweise schön sitzen und den Abend genießen, schön auf den Dümmer gucken, aber leider ist es hier ein bisschen verregnet heute. Ja, aber vielleicht kommt dann gleich die Sonne mal wieder ein bisschen raus. So, jetzt sind wir auf dem Skulpturenpfad vom Dümmer nach Diepholz und da sind verschiedene Skulpturen und die eine oder andere werden wir vielleicht entdecken.
so langsam ist es ein bisschen frisch geworden. Und wir fahren jetzt auf die nächste Skulptur drauf zu. Ja, und das ist ein Kunstwerk von Petra Pfaffenholz. Pinovacci Kubis. Ja, dann ist das gepimpt, ne? So, jetzt geht so langsam unsere Fahrt von Lohne, Kroge über Steinfeld zum Dümmer und zurück zu Ende. Moin! Moin.